Hallo, moin moin und guten Tag. Wir sind heute wieder in Dorotheenthal und der Matthias Hoff zeigt, wie man Lachsforellen filetiert, ohne dass da irgendwelche Geräten drin sind. Und zwar rutzputz. Matthias, du zeigst uns heute, wie man Fische filetiert. Genau, auf ganz einfache Art und Weise, wie man so eine schöne Forelle ganz schnell fühlt. Ja, ruckzuck einfach mal eben durch. Genau. Voraussetzung dafür, die richtigen Messer und scharfe Messer. Genau, also man kann mit jedem Messer filetieren, bloß halt mit einem richtigen Messer ist es deutlich einfacher. Ja. Und da sollte man sich schon bei den Fischprofis orientieren, ich sag mal, weil die machen das tagtäglich. Die arbeiten mit diesem Messer, das ist jetzt von der Firma Dick. Die haben diese Beuge hier vorne, die bleiben an den Gräten nicht hängen. Das Messer ist flexibel, passt sich den Gräten an. Zum Scharfmachen benutze ich auch von Dick diesen Schleifer. Ja, man nennt ja ihn auch diesen Flickschleifer. Eine ganz einfache, simple Geschichte. Er hat links und rechts den gleichen Grat. Also wie gesagt, vernünftiges Werkzeug. Was scharf ist, erleichtert das Filetieren ungemein. Ja, und das Messer sieht aber ganz anders aus als die Filetiermesser, die man im Angelladen kaufen kann. Die sind ja spitz. Genau, also die Spitzenmesser nennen wir in der Fachsprache Ausbeinmesser, ja, weil die Spitze die Führung ist. Und bei diesem Messer, wie ich gerade schon sagte, ist die Beuge die Führung. Ja. Und dadurch bleibt man an den Geräten nicht hängen. Ja. Also damit ja, wird ja, zum Beispiel in der Fischindustrie gearbeitet. Ja, das heißt, die Profis benutzen sowas, genau, und die Angler benutzen diese Spitzenmesser. Genau, weil die ja, wird ja in jedem Angelladen gezeigt, ich weiß diese das, Messer. Ja. Und ja, fragt einfach mal euren Fischhändler auf dem Wochenmarkt, warum er nicht mit den ja Messern aus dem Angelladen filetiert. Dann super scharf. Ich habe das hier. Das ist aber nur zum Nachprobieren. Genau, das kommt also auch von der Firma Dick. Das ist der Polisher. Der richtet diesen Grat nochmal auf und poliert das nach. Das wird das i-Tüpfelchen, um das dann zu machen. So ein Gerät kostet so bummelig 100 Euro. Also nicht billig. Ist es nicht billig, aber es ist fürs Leben. Also ja, dann braucht man sich nie wieder Gedanken machen und ja, vielleicht die Enkelkinder überlegen mal, ob sie irgendwann mal den Draht austauschen. Also da ja hat man wirklich was ganz Solides ja gemacht. Ja. Er kann sämtliche Messer machen, ja, auch Wellenschliffmesser. Also nicht bitte nur das Fisch- und Tiermesser, sondern alle Messer, die in der Küche sind. Was ja er nicht kann, sind Scheren, aber es ist wirklich ein super, super, super Schleifer. Kann ich ja nur empfehlen. Und das wäre natürlich eine super Ergänzung, wenn man das i-Tüpfelchen hat. Wäre aber nicht zwingend notwendig, um scharfe Messer zu haben. Ja, das heißt auch nicht alle halbe Jahr mal, sondern eigentlich immer, wenn man Messer gebraucht hat, spätestens beim Filetieren nach 2-3 Fischen, eben 3-4-5 Mal durchziehen und dann richtet man den Grat wieder auf und dann kann man wieder weiter filetieren. Genau, also das habe ich mir angewöhnt, 3, maximal 5 Fische, 3-mal durchziehen, habe immer ein scharfes Messer, also lässt sich viel, viel einfacher arbeiten, ja, als wenn man so ein schumpfes Ding hat und sich da abquält und drückt und macht und drückt. Ja, genau, und ja, zeigen wir dann auch nochmal, wie man das genau benutzt. Genau. Also, dieser hier, diesen benutze ich in der Hand. Dieser hier hat einen Ständer, sodass man es auf den Tisch stellt, damit man auch immer den gleichen Winkel hat. Das heißt nicht mal so und mal so, dass man es irgendwie hält, sondern wirklich, dass es das 90 Grad das Messer durchgezogen genau wird. Weil man würde das sonst verkannen, ich kann euch das mal zeigen, wenn man es jetzt so macht, dann hat man also einen ganz anderen Winkel für das ja Messer. Ja, ja. Und so wäre das also immer gleich, links und rechts der gleiche Winkel, ja, damit das Messer auch richtig schön scharf ist. Und nur damit man mal eben zeigen kann, was ein scharfes Messer ist. Ich versaubeute mal eben so ein Prospekt von dir, das halte ich für ein scharfes Messer. Genau. Und das ist eigentlich das, was ich meine, was wirklich so scharf muss ein Filetiermesser sein, damit man da auch wirklich sauber durchschneiden kann. Und das bekommt man nicht hin, wenn man nur alle halbe Jahr mal sein Messer schärft, sondern wirklich regelmäßig einfach durchzieht. Was auch noch hier zu sagen ist, gegenüber anderen Schärfer, der ist also auch messerschonend. Ja. Ich sag mal, es gibt ja auch diese 10-Euro-Dinger. Ich sag mal, genau, da hobelt ja man richtig was ab und wenn man sich die unter dem Mikroskop anguckt, die Messer, die sehen richtig gezackt und geriffelt aus, also da tut man sein Messer nichts Gutes mit an. Ja, ja. Es gibt auf YouTube einen Kanal, Messer machen, glaube ich heißt der's, blende ich unten ein. Das ist ein Mann, der ist messerfanatisch. Guckt euch das ruhig mal an, ist eine wirklich ganz interessante Angelegenheit. Der hat nämlich auch so Mikroskopaufnahmen und so weiter dabei, damit man die Schneide sich auch angucken kann. Ja, Matthias, dann leg mal los. Genau, jetzt zeige ich euch, wie das geht. Okay. Voraussetzung ist natürlich ein scharfes Messer zum Filetieren. Jetzt gehen wir wie folgt vor. Ausgenommen haben wir die Forelle ja schon. Jetzt schneiden wir hinter der Seitenflosse einmal ein. Schneiden bis auf die Mittelgräte hinunter.
nehmen das Messer nicht raus, verkarren jetzt das Messer auf der Mittelgräte und ziehen bis nach hinten durch. Das heißt, die Brustgräten werden jetzt einfach mit durchgeschnitten? Die werden mit durchtrennt. Die schneiden wir gleich im Nachhinein raus. Jetzt haben wir das erste grobe Filet schon fertig. Jetzt gibt es hier auch noch mal einen Trick, wo viele Schwierigkeiten haben und sagen wir, die zweite Seite ist schwierig. Wenn man den Kopf hinter diese Kante legt, ist der Fisch wieder einigermaßen gerade. Da das gleiche Spielchen hier hinter einschneiden. Messer nicht rausnehmen und auf der Gräte entlang schneiden. Das kommt jetzt einmal weg. Jetzt geht man wie folgt vor. Jetzt haben wir hier so einen dicken Fettrand. Den wollen wir natürlich nicht essen, den schneiden wir schon mal weg. Jetzt haben wir hier die Bauchgräten, die wir durchtrennt haben. Jetzt schneidet man hinter den Bauchgräten ein. Einmal erstmal nur ganz kurz einschneiden. Jetzt ist wichtig, dass man dieses flexible Messer hat, weil jetzt übt man Druck zu den Gräten aus. Ganz leichten Druck und dann schneidet entlang der Bauchgräten hier einmal heraus. So, hier haben wir noch ein kleines Stückchen, einmal nachschneiden. So, jetzt drehen wir einmal das Filet. Jetzt haben wir hier oben hier nochmal diesen Fettrand, hier nochmal diese Gräte, das schneiden wir auch nochmal einmal weg. Und ihr seht, wenn man ein scharfes Messer hat, hat man eine wunderbare Führung und kann eigentlich auch ganz klasse filetieren. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. So, der kommt gleich aufs Lachslammbrett. Jetzt machen wir die zweite Seite noch. Da das gleiche, hier unten den Fettrand mit der Flosse einmal abschneiden. Auch hier wieder Ansatz an den Bauchgräten. Einmal leichten Druck zu den Gräten. Bei dieser Filetiermethode ist das von Vorteil, wenn man ein weiches Messer hat, um diesen Druck zu den Bauchgräten auszuüben. Einmal wieder drehen. Hier oben haben wir ja wieder hier noch was und den Fettrand. Das schneiden wir einmal ab. Um jetzt ein einwandfreies Filet zu haben, haben wir hier noch die Quergräten, die man mit einer Grätenpinzette rauszieht. Ich zeige euch so eine mal. Und zwar gibt es dafür diese Grätenpinzetten. Da geht man wie folgt vor. Man spürt also hier die Gräte, diese ganz kleinen Gräten, greift sie mit der Grätenpinzette. Wir können das jetzt leider nicht zeigen, weil der frisch gefangen wurde. Und das Eiweiß, er muss erst stocken, das heißt, es muss sich setzen, damit die Gräte einwandfrei rausgeht. Man hat also jetzt, ihr seht es, arge Schwierigkeiten, die Gräte rauszukriegen. Nach ca. 12 Stunden ist das kein Problem. Entweder ihr packt den Fisch in den Kühlschrank, wartet, oder auch wenn ihr den so einfriert und bei Bedarf auftaut, lösen sich diese Gräten mit einer Grätenpinzette ganz leicht. Matthias, vielen Dank, dass du uns gezeigt hast, wie man das filetiert. Setzt es um in der Praxis, ja. Besorgt euch die scharfen Messer genau. Und filetiert genauso schnell. Ja, genau. Ich bedanke mich nochmal. Vielen, vielen Dank. Und ne, damit ihr einfach wisst, wie man die dicken Fische filetiert. Und bis zum nächsten Mal. Dicke Fische, bis zum nächsten Donnerstag. Über ein Like oder über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Bis dann.